Ja, hier ist er. Ja, liebe Zuschauer, also Bauchreden ist ja für viele ein absolutes Mysterium. Ja. Wie kann ein Mensch mit zwei und mehr Stimmen sprechen, ohne dass man merkt, wie er das macht? Nicht? Ich rede jetzt nicht von Politikern, also von denen kommt man ja schnell dahinter. Nicht? Wenn ihr Text schlecht improvisiert ist oder ihre Zunge mal wieder gespalten ist und so. Nee, ich rede jetzt von echten Könnern, ja? Die es gelernt haben, mit perfekter Sprechtechnik, Mimik und Gestik so lebendig zu machen, dass sie Gespräche mit ihnen führen können, die uns rühren und amüsieren. Darunter gibt es einen, der aus der Bauchrednerei große unterhaltsame Kunst für die ganze Familie gemacht hat. Und zwar sowohl im Fernsehen als auch in großen Sälen und großen Hallen. Begeisterte er das Publikum mit Programmen wie Hetz mich nicht, Ich find's lustig und Fast fertig. Weil er ein Ensemble außergewöhnlich liebenswerter Figuren hat und dabei selbst so ein charmanter, unglaublich sympathischer Kerl ist. Unser nächster Preisträger hat als Zauberkünstler begonnen und eine Ausbildung zum Zahntechniker gemacht. Was gewiss kein Zufall ist. Nicht? Als Bauchredner erzählt er uns mit Bühnenpartnern wie dem Adlerfasan Frederik Freiherr von Furchensumpf oder der Geldautomatenschildkröte Josie Geschichten, die absurd, poetisch und unglaublich lustig sind. Der Berlin-Preis geht heute an den Meister der Puppet-Comedy und es ist mir eine große Ehre, ihn persönlich überreichen zu dürfen, an Sascha Grammel. Wir dürfen uns auch machen und beginnen. Vielen Dank. Ich will mal ganz offiziell nochmal, ich nehme auch gleich wieder mit weg, damit ihr die Hände steigt. Danke schön. Alles Gute. Vielen Dank, Herr. Freut mich toll. Bist du weiter? Ja, ja, ich bin wieder. Danke schön, vielen Dank. Meine Haare haben sich doch ganz schön verändert, habe ich gerade festgestellt. Vielleicht ändere ich das wieder zurück. Ja, meine Damen und Herren, ich darf vorstellen, der große Zampano. Das ist richtig. Ich bin der große Zampano und ich werde dir jetzt hypnotisieren. Das heißt dich. Was? Das heißt dich. Wie, was, das heißt jetzt nicht mehr hypnotisieren? Ja, aber nicht dir hypnotisieren, sondern dich hypnotisieren. Mir? Mann, ist das alles kompliziert. Sag mal, aber seit wann kannst du eigentlich hypnotisieren? Alles klar. Ist das jetzt eine Fangfrage? Wieso? Naja, mit Fangfragen haben wir Fische ein kleines Problemchen. Also machst du jetzt mit deinem die Hypnose oder nicht oder was oder wie? Na, weiß ich nicht so richtig. Ist das denn gefährlich? Also für mich nicht. Und wie oft hast du das schon gemacht? Was, mit die Hypnose? Ja. Lass mal überlegen. Alles klar? Ich kann besser nachdenken, wenn ich den Mund offen habe. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen. Ob du das... Jetzt hab ich den Text vergessen. Wie oft hast du das denn schon gemacht mit der Hypnose? Noch nie. Na super. Na sag mal, ich bin doch nicht dein Versuchskaninchen. Das stimmt, von der Seite siehst du ja aus wie ein Lama. Jedenfalls stelle ich dir mit meinem Monoton und die Quatschchen einholen, bis du am Ende in so eine Art Gleichgültigkeit bist. Ah, diesen Zustand der Gleichgültigkeit nennt man übrigens in der Meditationswissenschaft Delta-Zustand. Davon kann ich dir auch befreien mit die Hypnose. Vom Delta-Zustand? Nee, von dieser Klugscheißerei. Ich könnte dir auch das Rauchen abgewöhnen. Ich rauche überhaupt nicht. Mann, das ging jetzt aber schnell.
So, jetzt hat er hier nur gequatscht. Jena weg. Bitte? Jena weg. Wie, geh mal weg? Jena weg. Einfach die Deine bewegen. Der Körper sorgt von alleine. Dann geh ich jetzt weg. Dann geh ich jetzt weg. Okay. Überraschung! Das ist doch immer wieder erstaunlich, für was es heutzutage alle Fernbedienungen gibt. Sag mal, wolltest du mich nicht eigentlich hypnotisieren? Das stimmt. Okay, jetzt schließ mal deine Äuglein. Ja. Atme tief ein. Von Ausatmen hatte ich jetzt nichts erzählt, oder ja? Bin ich jetzt schon hypnotisiert? Also von mir nicht. Hebe jetzt deine linke Hand, strecke deinen Zeigefinger aus und steck ihn dir ins Ohr. Na los, steck ihn dir ins Ohr, steck den Zeigefinger ins Ohr. Steck den Finger ins Ohr, aber natürlich nur in Gedanken. Das hat ja hier schon lange nichts mehr mit Hypnose zu tun. Das hat ja auch schon lange nichts mehr mit Bauchreden zu tun. Guck mal. Die Flossen kommen besser an als der Text. Ich würde ja wegfliegen, wenn ich könnte. Ich bin aber mehr so ein Billigflieger. So, Staatsfreund, du kannst jetzt sein, was immer du schon immer sein wolltest. Pünktlich. Gut frisiert. Und hier, textsicher. Hör gut zu. Schlaf, Dascha, schlaf. Die Mama ist ein Schaf. Dein Kumpel ist ein Meerestier, drum sing ich dieses Liedchen hier. Schlaf, Fatzke, schlaf. Sascha? Sascha? Boah, Wahnsinn. Das hat vorher noch nie geklappt. Und ach, je, was mache ich denn, wenn er nicht mehr wach wird? Und mein Akku geht alle. Ach nee, ich hatte ja Festnetzstrom. Ich hänge am Kabel wie so ein Kabeljau. Ohne Strom bin ich mir so ein Zitteraal. Kick mal, der kann sogar lachen in der Hypnose. Ich könnte ihm ja jetzt Datei bringen, irgendwas, was er nicht kann. Aber wo fange ich denn da an? Ich kann ja so vieles nicht. Wie wär's mit Tanzen? Hallo, du kannst nicht reden in die Hypnose. Ach so. Aber Tanzen ist eine Stützenidee. Herr Kapellmeister, könnte ich irgendein Liedchen kriegen, irgendwas flottet für den Mann ab 40? Na, das ist der Dufte. Und jetzt tanz, Mariechen, tanz! Ja, nicht schlecht. Vielleicht meldet sich ja einer von der Augsburger Puppenkiste. Apropos tanzen, ich hab noch eine andere Idee. Nein. Nee. Ich hab schon genug getanzt. Ja, nicht schlecht. Wie eine Zwölfe. Was ist denn eine Zwölfe? Eine etwas in die Jahre gekommene Elfe. Das wird jetzt echt schwer, da noch eine Schütte drauf zu legen. Naja, das heißt ja auch, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Oha. Da hätten wir die Nummer ja nicht anfangen dürfen. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Sascha Grammel.